jetzt melde ich mich auch mal zu Wort, denn ihr habt ja die ganze Zeit nur Musik gehört. Ich dachte mir, das passt irgendwie besser bei diesem Video, aber ich habe euch die Produkte ja nur kurz in die Kamera gehalten und nichts dazu gesagt. Ich möchte auch nicht ultra viel dazu sagen, aber ein bisschen was, denn Inglot, glaube ich, ist nicht so bekannt und deswegen wollte ich es euch einfach mal kurz vorstellen. Ihr habt 7 Produkte in diesem Video gesehen, ich gehe sie jetzt einfach mal kurz der Reihe nach durch. Das war der Primer, den ihr gesehen habt. Das ist ein grüner Primer. Ich benutze immer grüne Primer, da ich leichte Rötungen habe. Jetzt nicht mehr so stark wie früher. Und das bietet sich einfach an, da die grüne Farbe Rötungen ausgleicht. Und der hier ist nicht super, super deckend. Also ist was Leichtes. Das heißt, ihr könnt auch ein leichtes Make-up drüber tragen. Wenn ihr sehr, 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 sehr starke Rötungen habt, dann müsst ihr den schichten oder euch einen holen, der noch mehr deckend ist und dann braucht ihr natürlich ein noch deckenderes Make-up. Dann habe ich diese Foundation von Inglot benutzt und ich hatte euch in meinem Vlog, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ist unten verlinkt, schon gesagt, dass Inglot eine richtig krasse Farbauswahl hat. Wie ihr seht, wie ihr wisst, ich bin ein sehr heller Hauttyp und ich habe ein Make-up bekommen und ich glaube, das ist das erste Make-up in meinem Leben, was zu 100% auf meinen Hauttyp passt. Die haben sehr, sehr viele verschiedene Foundations. Ich finde Pumpspender immer sehr, sehr praktisch. Die haben auch welche als Stick oder ohne Pumpspender. Also in dem Blog habt ihr ja die Riesenauswahl gesehen und ich bin sehr, sehr happy mit dieser Farbauswahl. Das Make-up, das heißt AMC. Das ist, ich würde sagen, leicht bis mittlere Deckkraft. Also falls ihr totale Akne habt, ist das nichts für euch, weil es nicht super, super, super deckend ist. Dadurch ist es aber auch sehr leicht. Also es fühlt sich nicht an, als hättet ihr eine Maske auf dem Gesicht. Und deswegen finde ich es besonders jetzt in der Sommerzeit sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich diesen Concealer benutzt. Das ist auch einer von sehr, sehr vielen Concealer. Hier steht Under Eye Concealer. Wie ihr gesehen habt, habe ich ihn auch für meinen Pickel benutzt, weil der eigentlich auch relativ gut deckend ist, dieser Concealer. Da haben die auch Unmengen an Auswahl von Concealern und ich habe jetzt den hier. Bin auch wirklich eigentlich ganz zufrieden mit ihm und ja, mehr kann man zu diesem Concealer jetzt auch nicht sagen. Dann habt ihr ja schon kurz in dem Video gesehen, dass es bei Inglot hier so ein Clip-System gibt. Das wollte ich euch einfach nur kurz erzählen, weil ich es eigentlich relativ cool finde und zwar sind es so Systeme, wo man sich selber seine Sachen zusammensuchen kann und die sind mit Magneten verbunden und ihr könnt es halt auch stapeln und es ist wirklich bombenfest, da fällt euch nichts runter, geht nichts kaputt und das ist halt sehr, sehr praktisch. Ich habe hier das Puder gehabt, ganz normal und dann habe ich euch ja auch gezeigt ein helleres Puder für unter die Augen und dann noch das Konturierpuder. Ich glaube, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt hier von den Inglot Produkten, die ich habe und ist halt sehr praktisch, weil man stapelt es einfach so zusammen und fertig. Dann habe ich noch den Blush gehabt. Der ist nicht in dem Klicksystem, das ist jetzt ein anderes System und zwar, also ihr sucht euch auch wieder eure Farbe hier aus. Hier oben ist ein Spiegel drin. Hier ist dann noch so ein kleiner Pinsel, den glaube ich eh sowieso niemand benutzt, deswegen tue ich ihn mal raus. Und ja, also da gibt es auch noch so einzelne Sachen, das ist nicht mit Magnet, also das ist ein anderes System als das hier. Wem es halt lieber ist, die heißen alle übrigens Freedom, weil man sich ja selber die Sachen hier reinsetzen kann. Hier ist auch so ein kleines Löchlein, da kann man es dann wieder raustun. Also das ist auch das andere System von Inglot mit Spiegel, sehr praktisch. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich dazu sagen wollte. Also das sind die 7 Inglot-Produkte, die ich euch hier vorstellen wollte, die ich in meiner täglichen neuen Foundation-Routine benutze, wenn es keine 35 Grad hat und ich kein Make-up trage, weil es zu heiß ist. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, Daumen hoch. Wie gesagt, der Blog ist unten nochmal verlinkt. Da seht ihr mal den Laden hier in München und die ganze Palette. Und jetzt zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung. Diese Überraschung ist nämlich, wenn jemand von euch aus München, so wie ich, oder aus dem Umkreis kommt, dann habt ihr die Chance, Prozente zu bekommen in dem Inglot Store in München. Der Inglot Store in München ist am Rindermarkt, also sehr, sehr, sehr zentral. Die Münchner wissen, wovon ich rede. Da ist der Inglot Store. Und wenn ihr Prozente haben wollt, nämlich 10%, dann schaut doch mal unbedingt unten in die Infobox. Da stehen nämlich alle weiteren Informationen, wann ihr diese 10% in dem Shop bekommt, wie ihr diese 10% in dem Shop bekommt und warum, ist eigentlich klar, weil ich euch das organisiert habe. Wenn ihr nicht aus der Umgebung hier in München kommt, dann seid bitte nicht traurig. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der hier einkaufen gehen könnte und euch was mitnehmen könnte. Ja, sonst war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch sehr, sehr, sehr fürs Zusehen.
und viele weitere Videos werden jetzt dann folgen in allen möglichen Themenbereichen. Wenn ihr übrigens mehr von mir sehen wollt, ich mache jetzt ein bisschen Eigenwerbung, dann schaut auch gerne bei mir bei Snapchat vorbei. Da bin ich nämlich sehr aktiv und ich merke auch, dass mir immer mehr da folgen. Deswegen, manche von euch wissen es vielleicht noch nicht, dass ich auch Snapchat habe. Snapchat, ich heiße wie auf YouTube Pimp Your Hair, also nichts Außergewöhnliches. Folgt mir doch gerne drauf, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, habt noch schöne Ferien. Die meisten haben es ja noch. Oder wenn ihr keine Ferien habt, weil ihr arbeiten müsst, dann wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag. Oder wenn ihr es am Wochenende seht, ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.